Hallo, es ist jetzt heute schon etwas später, schon nach 6 Uhr. Warum? Weil ich sehr spät aufgestanden bin heute und am Vlog noch gearbeitet habe. Ich habe ihn jetzt gerade online gestellt. Gestern vom Abend gehen habe ich Shade Hearts geschaut und kurz mit meinem Handy auf Facebook geschaut und plötzlich las ich, dass Robin Williams tot ist. Und das war ein riesiger Schock für mich, weil er war einer der ganz großen Komiker und Schauspieler unserer Zeit und auch ein großes Vorbild von mir. Ich glaube nicht, dass es jemals wieder so einen großen Komiker wie ihn geben wird. Leider. Er ist einer meiner Vorbilder. Persönlich werde nie verstehen, wie man Selbstmord begehen kann. Ich könnte sowas nie tun. Falls ihr Hilfe braucht, bitte fresst es nicht in euch rein, sucht euch Hilfe. Es wird euch hoffentlich weiterhelfen. Ein Video, das mich sehr berührt hat, war das von Jack Howard, das er letzte Nacht gepostet hat. Ich werde euch den Link unten in die Description geben, damit ihr es euch auch anschauen könnt. Aber jetzt wollen wir das fröhlicher weitermachen. Ich gehe heute ins Kino und schaue mir 22 Jump Street an. Also viel Spaß. Ich muss mich jetzt herrichten fürs Kino, weil ich werde bald abgeholt. Wird fertig mit dem Herrichten, jetzt müssten sie, glaube ich, in 2 oder 1 Minute da sein. Dann geht's auf zum Kino. Glaubt ihr, die lassen mich heute im Kino mitfilmen? Nein, aber versuch auf jeden Fall. Ich werde halt das ist schon interessant. Mach's einen Vlog. Ja. Ein Vlog vom Film. Ich bin jetzt im Kino oben, haben wir gerade ein Wasser gekauft und der liebe Christian und die liebe Patzi sind mittlerweile schon zu uns gestoßen. Ich hoffe, sie nehmen mir nicht die Kamera ab. Drück die Daumen für mich. Wie glaubst du, wird der Film? Was erwartest du dir? Der Mensch fehlt im Kino. Unter meinem Hut. Ich freue mich, wenn er ähnlich so gut ist wie der 1er Teil, wird es super. Hast du den 1er gesehen? Ja. Okay. Halt dich ein bisschen länger. Was? Halt dich länger. Halte dich länger? Ja. Ich verstehe dich nicht. Rede mehr. Kurz und bündig, es in YouTube. Ja, aber nicht, wenn ich zu wenig Material habe. Scheißchen. Jetzt heißt es. Lass. Ja, ich freue mich besonders auf die Darstellung von Seth Rogen. Nein, wie heißen die heute? Jonah Hill und Channing Tatum. Der Mensch macht gerade einen Vlog, deswegen. Ja. So, schaut selbst live. Ne? Ja, anscheinend live. Wie ich immer mehr so oder schön weniger. Ah, ja. Cool Witz. Was glaubst du, wie das tun wird? Super! Warum sagt er sich, das ist ja klar? Ich gebe euch ein Update nach dem Film. Und ein bisschen was während dem Film. Nein, das war nicht Und Paul? Nein, Simon. Sag mal den Buch. Wie fandest du ihn? Ausgezeichnet. Ich finde es so cool, weil er einfach sich nicht ernst nimmt. Ja. Und einfach so viele Jokes drin hat. Und die Chemie zwischen denen passt einfach perfekt. Das war die beste Filmbewertung aller Zeiten. Ich fand es cool, dass einfach so viele Film-Remake-Jokes drin waren. Würdest du empfehlen, dass Leute sich den Film anschauen sollen? Leute, die auf diese Art von Humor stehen, auf jeden Fall. Ist halt lächerlich. Finde ich auch. Und den muss ich auch sehen. Aber da habe ich zuerst nur den Higa Higa Trailer gesehen und heute erst den originalen. Und das schaut cool aus. Werde ich mir anschauen. Ich habe bei meiner Party ein cooles Dr. Who Heferl bekommen. Das angeblich immer heiße Flüssigkeit rein tut, verschwindet die TARDIS. Ich habe keine Ahnung, auf der Seite auch was passiert.
Aber wir werden sehen, so schaut's aus vorher. Let's do this. Ich glaube, da passiert schon was. Sieht so aus. Ja? Sie fängt an zu verschwinden. Das ist verdammt cool. Ich habe gerade gesehen, dass auf der anderen Seite die TARDIS erscheint, was ziemlich cool ist. Ich zeige euch das mal kurz. Bevor kein. Keine Ahnung, ob es noch mehr verschwindet, wenn das Wasser heißer ist. Da ist sie erschienen. Ja? Was ich auch witzig finde, ist der Boden. Ein Löffel, der, wenn er, glaube ich, heiß oder kalt wurde, wechselt er die Farbe von Orange auf Gelb oder Gelb-Orange. Ich hatte auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Wenn das irgendwie weiß, bitte sagt mir Bescheid. Ich würde das gerne wissen. Ich mache jetzt schon seit 2 Wochen dieses Experiment namens Daily Vlogs und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich sag hat, weil, wie ihr aus dem Titel schon entnehmen könnt, this is my last one. Das ist der letzte, aber nicht der allerletzte. Ich will mich momentan mehr auf andere Projekte konzentrieren. Ich habe vor, mit Paul einen eigenen Channel zu gründen, wo wir coole Sachen machen werden. Was genau ist jetzt gerade noch in Planung, aber wir haben schon viele coole Ideen. Ich werde aber trotzdem noch Vlogs machen, halt nicht mehr auf Daily Basis. Paul hat mir vorgeschlagen, ich könnte mir es mit Weekly Vlogs probieren. Das überlege ich mir noch. Bei besonderen Veranstaltungen oder bei Drehtagen werde ich wahrscheinlich wieder vloggen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal einen kleinen Einblick in mein Leben zu bekommen. Schaut euch unbedingt 22 Jump Street an, der Film ist großartig. Auch wenn das jetzt der letzte Daily Vlog ist, bitte subscribe trotzdem, weil dass ihr mein zukünftiges, dass ihr meine zukünftigen Videos auf diesem Channel nicht verpasst. Ich gehe bald zu Hollywood in Vienna. Da habe ich vor zu vloggen, also verpasst das nicht. Bitte liked, subscribed und kommentiert. Ich sehe euch. Keine Ahnung wann. Bis dann.